Ja. Da ist Graf, Grüezi. Ich würde gerne mit Ihrem Personalchef sprechen. Ja, klar. Ja, guten Tag. Da ist Graf. Ich rufe an wegen Ihrem Inserat. Ich danke Ihnen, danke. Wiederlöckern, Herr von Lose. Ich möchte neue Orientierung wagen und Ihr Profil, das hat mir sehr zu... Nein, ich bin ein Welsche. Weiß nicht. Vielleicht sollte man gleich alles in so einem hellen Lindgrün machen. Aha, ja. Das geht natürlich auch. Ah, und die Glasbausteine? Haben Sie die Trennwand einplanen können? Ja, ich habe sie so gedacht. Das war eine schöne Idee von Ihnen. Erwin? Ich möchte wirklich am Herrn Merz den Auftrag geben. Guten Abend, Herr Graf. Also, wir müssen schon noch zwei, drei Sachen besprechen, aber ich möchte ihn wirklich engagieren. Wenn wir den Vertrag jetzt abschliessen, dann kann ich schon morgen mit den ersten Bestellungen anfangen. Ja, aber wir haben uns doch noch nicht wirklich entschieden. Wieso gibt es ein Problem? Nein, es ist nur... es ist eine wichtige Entscheidung. Ja, das stimmt. Aber wir wollen doch wirklich im Sommer da draußen sein. Oder? Es kommt schon gut. Die Glaswand lässt eben Licht durch. Dann wird es noch heller. Und an die Fenster kommen hier ganz an Vorhang. Oder aus einer schlichten Leine. In einem schönen Hellgel oder in einem warmen Orange. Schlafst du? Kommst du noch ein bisschen zu mir an? Was ist los? Nicht. Es geht nicht. Ruhe! To say you cry.
Was ist das? Hast du sicher Lust auf etwas Salziges? So schnell etwas? Ein Stracciatella, gerne. €4,50. Kennst du den Fox? Wer? So eine Band von da. Ja, klar. Sie sind mega, gell? Am Freitag spielt sie im Club. Ist das neu? Cool. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich komme nicht mehr an sie hin. Und der Erwin ist auch ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Es ist überhaupt irgendwie alles komisch. Mein Arzt meint, mein Grundproblem sei eine Angststörung. Und mein Grundproblem ist, dass ich dringend wieder mal einen im Nest habe. Vielleicht brauchst du mal so etwas. Das ist ein Symbol aus dem Feng Shui. Glaubst du an so etwas? Anscheinend ist es harmoniefördernd. Bringt alles in ein gesundes Gleichgewicht. Es gibt auch ganze Feng Shui-Theorien, um ein Haus einrichten. Das wäre doch etwas für dich. Und die Liebe soll es auch noch gerade fördern. Flexibles Denken und Kreativität, Verhandlungsgeschick und Kompetenz im Umgang mit unseren internationalen Partnern. Traut ihr euch die Aufgabe zu? Sicher. Warum? Weil ich eine langjährige Erfahrung habe. Mit was? Als Abteilungsleiter im Umgang mit Mitarbeitern. Ja, davon gehen wir mal aus. Die kommen ja auch nicht direkt aus unserer Branche. Nein. Aber die Fähigkeit, eine ganze Abteilung zu leiten, hat nicht unbedingt etwas mit Branchenkenntnis zu tun. Die Menschen zählen doch, sind doch die Menschen, die die ganze Arbeit leisten. Natürlich muss ich als Abteilungsleiter im Verkauf etwas, aber die Führung von Leuten ist doch heute überall ähnlich, egal ob es sich um Sicherheitssysteme oder um Kaffeeautomaten, also wie in Ihrem Fall. Führungsqualitäten. Auf jeden Fall, ja. Hätte ich eine Frage? Wann könnte ich bei Ihnen anfangen? Ja, sobald es Ihre Reorganisation abgeschlossen ist. Und sind noch viele Mitbewerber im Rennen? Ja. Was meint ihr denn? So einen Job könnt ihr lange suchen. Vielen Dank euch. Wir melden uns.